Herzlich willkommen bei Qeridoo. Wir präsentieren Ihnen heute den Qeridoo KidGoo, ein moderner, robuster Kinderfahrradanhänger für alle Gewichtsklassen mit vielen neuen, innovativen Ideen. Hohe Sicherheit und enorme Flexibilität. In diesem Video sehen Sie, wie einfach der Zusammenbau ist. Auch eine Autokindersitzschale lässt sich in diesem Anhänger integrieren. Zur Grundausstattung des Qeridoo KidGoo gehören 2 20-Zoll Räder, 9 Zoll Buggyrad mit Joggerfunktion, Kopfstütze, Rückenkissen, zweigeteilte Sicherheitsdeichsel, 2 Radschützer, 2 Federungsdeckel und eine Einheit aus Schiebegriff, verstellbaren Blattfedern. Weiterhin benötigen Sie für die Montage einen 4er Innensechskant sowie einen Kreuzschraubenzieher. Das Aluminiumgestell ist bereits vormontiert. Um das Gestell aufzuklappen, heben Sie es, wie hier zu sehen ist, an und ziehen die Stange zu sich heran, bis beide Befestigungen einrasten. Zum Befestigen der Achsfedereinheit drehen Sie den Korpus um. Die Achse wird an den hierfür vorgesehenen Stellen befestigt. Die dafür nötigen Schrauben finden Sie im Zubehörpaket. Bereiten Sie alle 4 Schrauben mit den Unterlegscheiben und den jeweiligen Federringen in der Reihenfolge, wie Sie es hier sehen, vor. Für jede Seite benötigen Sie 2 Schrauben. Montieren Sie diese auf beiden Seiten vor. Anschließend die Schrauben mit dem 4er Innensechskant anziehen. Zum Schluss prüfen Sie bitte nochmals alle 4 Schrauben auf festen Sitz. Die Federungsdeckel setzen Sie an den passenden Stellen an. Sie werden pro Deckel mit 3 Kreuzschrauben befestigt. Die Deichsel befestigen Sie an der vorhandenen Deichselaufnahme. Führen Sie die lange Schraube durch Halterung und Deichsel. Bitte den passenden Federring und die Unterlegscheibe in der zu sehenden Reihenfolge unter der schwarzen Feststellschraube nicht vergessen. Nach dem Ein- oder Ausklappen der Deichsel bitte nie den Sicherheitsstift vergessen. Zur Befestigung des Schiebegriffs bitte nun den Korpus umdrehen und die Einheit aus Bremshebel und Schiebegriff, wie hier gezeigt, mit dem Korpus verbinden. Auf jeder Seite eine Schnellspannschraube anbringen. Zum Anbringen oder Entfernen der 20 Zoll Laufräder brauchen Sie nur die mittige Entriegelung zu drücken. Setzen Sie die Laufräder auf beiden Seiten in die Achsenaufnahme. Auch das Buggyrad lässt sich ganz einfach mit einer Schnellspannschraube montieren. Das Buggyrad kann zum Joggen arretiert werden. Die Radschützer werden vor den Rädern montiert. An der Innenseite finden Sie jeweils 2 Aufnahmen für die Muttern. Bringen Sie die Radschützer an die entsprechende Position und schrauben Sie diese von innen mit den beiliegenden Schrauben fest. Das Rückenpolster einfach an der Rückenlehne befestigen. Auch die Kopfstütze im Innenraum anbringen. So schnell und einfach ist der KidGoo zusammengebaut. Und nun ein paar Tipps für den täglichen Einsatz. Der KidGoo verfügt über eine Feststellbremse, die sich mit einfachem Zug und Druck auf den Feststellknopf arretieren lässt. Der Schiebegriff lässt sich in verschiedenen Stellungen arretieren. Bei der Verwendung als Radanhänger dient er gleichzeitig als Überrollschutz. Die Blattfederung lässt sich optimal auf das Gewicht Ihres Kindes einstellen. Das Allwetterverdeck wird mit Reißverschlüssen geöffnet. Bei entsprechender Witterung lässt es sich zusammenlegen und oben fixieren. Zum Lieferumfang gehört eine Sonnenblende, die sich schnell montieren lässt. Die Belüftung des KidGoo garantiert eine hervorragende Luftzirkulation. In zwei aufgesetzten Taschen lässt sich viel Nützliches verstauen. Im hinteren Bereich verfügt der KidGoo über einen großen Stauraum. Hier finden Sie auch wichtige Sicherheitshinweise zum Gebrauch. Auch größere Einkäufe lassen sich hier einfach verstauen. Außerdem finden Sie an der Rückseite eine Innentasche zur Aufnahme des Buggyrads, wenn Sie den KidGoo als Fahrradanhänger nutzen. So ist immer alles sicher untergebracht. An den drei rückwärtigen Spanngurten können Sie jederzeit den Bezug nachziehen. Bitte alle Gurtbänder der Rückenlehne stets straff ziehen, da diese für die Stabilität der Rückenlehne wichtig sind. Durch den einfachen Klettverschluss lässt sich die Kopfstütze sowie das Rückenkissen optimal an Größe und Ergonomie Ihres Kindes anpassen. Natürlich müssen Sie auch die Gurtlänge entsprechend einstellen. Das Qeridoo-Gurtsystem ähnelt dem von Autokindersitzen. Alle Kids lassen sich optimal und sicher anschnallen. Die Qeridoo-Lüftungsgewebe sind sehr hochwertig und robust. Das seitlich zu öffnende Lüftungsfenster ermöglicht eine zugluftfreie Belüftung. Die gesamte Bodenpartie ist sehr stabil und sicher ausgeführt. Bei der Verwendung als Fahrradanhänger wird die Deichsel einfach nach vorne ausgeklappt. Und zur Erinnerung, bitte denken Sie immer an den Sicherheitsstift. Für die ganz Kleinen lässt sich im Qeridoo KidGoo eine Autokindersitzschale einbauen. Hierzu haben wir für Sie ein separates Video. Der Qeridoo KidGoo – Sicherheit, Komfort und Flexibilität.